Willkommen zu No Man's Sky. Wir haben im letzten Part ja einen Atlas-Pass erstellt. Und jetzt werden wir die Hauptquest weiter verfolgen. Dazu tanke ich hier erstmal wieder auf. Und wir sollen die Galaxiekarte öffnen. Kann mir nicht helfen. Ich finde die Karte nicht besonders gut. Okay, da müssen wir endlich hin, denke ich. Kennen wir mal. Kann mir nicht helfen. Ich kenne mich mit dieser Karte. Ja, ist doch nicht das. Wir werden die Karte jetzt einfach mal verlassen. Zur Raumstation fliegen. Das ist ja einer der ersten Galaxien, auf der ich war, oder in der ich war. Da habe ich mein Upgrade, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Ein Anzugs-Upgrade. Denke ich. Schauen wir mal. Ja. 20.000, kein Problem. Werden. Oh, und wir haben 1200 Nanitropfen ja letztes Mal bekommen. Einfach mal kaufen. Ein Flickscanner. Ein Upgrade für die riesigen Sensoren des Raumschiffs. Mit diesem Gerät kann der Benutzer auf Konfliktdaten der Galaxiekarte zugreifen, ohne sich selbst in Gefahr begeben zu müssen. Okay. Effiziente Düsen möchte ich haben. Warte, der große konzentrierte Kugel aufgeladene Partikel auf ein frontales Ziel und verursacht schweren Schaden. Die Salve besitzt keine Zielsuchfunktion und folgt ihrer Flugbahn, bis sie auf ein Hindernis trifft. Ja. Wo sie Drohnen werfen. Die Schüsse erhalten einen breiten Zerstörungsspiegel. Wegen der reduzierten Reichweite und Feuerrate wird dem Nutzer empfohlen, sie in unmittelbarer Nähe anzugreifen. Okay, auf jeden Fall machen. Kaufen wir uns einfach mal dieses Rezept hier. Freut in anhaltenden Stellensequenzen. Dem Nutzer wird geraten, die Salbe einzuschränken, da die Kanone sehr schnell überhitzen kann. Ich werde noch das hier mit holen. Okay, und mal kurz darüber schauen.
20 Plätze, 1,4 Millionen, und das habe ich leider nicht. Sonst hätte ich da jetzt zugegriffen. So, da werden wir wahrscheinlich noch. Das ist ein Metallelement. Ja, was ist das? Ja, Blutspeer. Aggressiver Waffenaufsatz für das Multiwerkzeug. Mit Dreieck zum Freimodus wechseln und mit R2 Waffe abbrennen. Der Blutspeer fügt zu sofortigen Schaden zu. Der Plasma-Ladevorgang erzeugt einen Bogen aus ionisiertem Gas, der Projektile mit großer Geschwindigkeit antreibt. Der Nutzer kann simultan mit dem Betätigen des Auslösers das Ergebnis der Zerstörung beobachten. Okay. Das ist alles jetzt attackieren, angreifen. Ich möchte eigentlich nicht so auf Angriff gehen. Ich werde da den Hyperantrieb hier kaufen. Hier das Kitten Upgrade. Phasenstrahler. Das ist glaube ich. Ja, 120 haben wir noch hier. Kann ich irgendwas davon im Arzt bauen? Da könnte ich mir das Plasma kaufen. Ja. Tritium und Salzrefraktor. Tritium kriegt Salzrefraktor, keine Ahnung. Egal. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir endlich hin? Ich werde jetzt einfach mal daher So, wir schauen nur mal, ob ich hier eh auch das Anzugs-Upgrade mir besorgt habe. Denn ich muss zugeben, ich habe gerade den Überblick nicht mehr, wo ich was gemacht habe. Okay, Anzug-Upgrade habe ich hier auf jeden Fall erledigt. Ja, und das müsste auch das Galaxie sein, die ich zuletzt besucht habe. Scannen wir mal. Schwimmen wir daher. Und ich hoffe, dass das jetzt eine neue Galaxie ist. Ich denke aber schon.
Ja. Drei Planeten, zwei Monde. Ein gefrorener Cadmium. Okay, da haben wir schon mal wieder etwas Neues. Da habe ich das Weg gespannt. Es zwingt uns gegen dich zu kämpfen, es zwingt dich zu zahlen. Bitte hilf uns, tu was wir verlangen. So, ich werde jetzt einfach mal versuchen zu fälschen. Korax stellt fest, dass deine Berechnungen schlecht sind. Deine Waren sind viel mehr wert. Die Korax werden sie jetzt beschlagnahmen. Ich gar nicht. Ich denke, dass die jetzt stärker sind als ich. Und ich dann sterben werde. Vielleicht auch nicht. Oh, okay, sehr schön. Temporärer Planet. Eigentlich hätte ich gern eine Raumstation, muss ich zugeben. Aber hier gibt es anscheinend keine. Aber ich habe sie einfach noch nicht gefunden. Da ist ein temporärer Planet. Hier haben wir einen großen gefrorenen. Ja, komm. Paradiesischer Planet. Den möchte ich mal anschauen. Für irgendwas brauchen wir jetzt Cadmium. Okay, irgendwas hier. Für den Antrieb 250 Cadmium. Okay.
hier ist, wird mir gar nichts angezeigt. Hier war etwas zum Abbauen. Gefährlicher weißer Nebel. Okay. Und hier haben wir schon Cadmium. Und hier haben wir direkt einen Wächter. Laden wir direkt wieder auf. Das kennen wir schon. Die Wasserstoff. Sie auch zum Scannen? Ja. Da haben wir das hier. Nichts zu finden hier. Okay, ich fliege einfach mal weiter in diese Richtung. Einfach mal Richtung Norden. Vielleicht unter dem Wasser das Ganze interessanter. Kann ich tauchen? Ah, fliegen wir da nach vorne noch. Hier ist nichts. Was passiert, wenn ich ins Wasser gehe? Erstmal nichts.
Okay. Jetzt ist noch die Frage. Wie tauche ich? Einfach so. Aber ganz ehrlich, interessant ist es hier auch nicht. Ich denke, wir schauen uns einen anderen Planeten an. So, das wird einer von diesen Monden sein. Wenn er mal markiert wird, möchte nicht, okay. Gut. Sieht es denn jetzt aus? Wirst du markiert? Ja. Und vorm Scannen wird er wieder abgewählt. Komm. Irgendwie möchte er nicht. Ich tue doch jedes Mal schon. Düsternder Mond. Okay. Oh, wir fliegen auf den gefrorenen Planeten. Okay, da haben wir gleich zwei Sachen zum Abbauen. Das werde ich ausnutzen. Und direkt in den Baum landen. Gut, hier haben wir Cadmium.
Dioxid, okay. Das ist 300 entfernt. Das ist 83 entfernt. Das ist nur einiges näher. Das ist auch ein größeres Vorkommen. Hier ganz schön das Wasser bekommen. So, einmal auf die andere Seite. Kunststoff und Sauerstoff bringen die Bäume hier. Den kann ich eigentlich schon herstellen, den Fliegspeer. Oh, mein Anzug ist voll. Die Sternenkarte, die kann ich generell wegschmeißen. Einfach damit dem hier nichts passiert. Und das auf dem Frachter. Eigentlich wollte ich das jetzt aufs Raumschiff bringen, aber egal. Und ab auf den Frachter mit dem ganzen Zeug. Gibt nicht mehr. Gut, der ist voll. Ein Dioxid weg. So. Und schon haben wir wieder etwas mehr Platz. Aber ich würde sagen, ich laufe jetzt zum Schiff zurück, denn das war es wieder für diesen Part. Und wir werden uns den Planeten etwas genauer anschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.